und willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben vor kurzem einen Tag lang nur rote Lebensmittel gegessen und darunter habe ich diesen Kommentar hier entdeckt. Und zwar sollen wir mal einen Tag lang nur grün essen und das machen wir heute. Hast du schon Bock? Ja, Mann, ich bin dabei. Ich finde aber, grün kann man gut mit gesund verbinden, weil Salat ist grün, Gurke ist grün, Avocado ist grün. Richtig schön, voll. So, das beschreibt ungefähr nachher unser Mittagessen. Aber dazu später. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Frühstück an. Und zwar dachte ich da an eine Smoothie Bowl. Die sind normalerweise ja nicht grün, aber wir werden das Ganze jetzt hoffentlich grün machen. Und ich hoffe, das schmeckt dann auch. Let's go. Mixer steht schon mal. Wir brauchen Banane. Machen wir nochmal eine zweite rein. Dann haben wir tiefgefrorene Mango, die kommt da rein. Bisher sieht es noch nicht ganz so grün aus, muss ich sagen, ne? Ja, also am liebsten würde ich auch noch so Erdbeeren und so reinmachen, aber dann wird es, glaube ich, schwerer, es grün zu bekommen. Dann haben wir hier noch so eine Fruchtmischung. Ich weiß gar nicht genau, was da alles drin ist, aber da pullen wir jetzt auch diese ganzen Aprikosen. Irgendwas da drin gibt es, das schmeckt überhaupt nicht. Wir pullen jetzt einfach mal das Helle raus, okay? Und Milch. Jetzt wird das Ganze erstmal püriert. Das sieht schon mal gut aus. Das Ganze ist ja noch nicht grün. Das machen wir jetzt grün. Mit Spinat. Und zwar mit Blattspinat. Ich weiß, es passt vielleicht nicht so hundertprozentig rein, aber es ist grün und ich hoffe, dass es einfach grün genug abfärben wird. Ich hatte eigentlich auch noch einen Plan B. Und zwar hatten wir hier so Speisefarben. Und da ist halt grün, gelb, rot und blau drin. Aber irgendwie fehlt grün. Ich weiß nicht, wieso. Wir haben grün nie benutzt, oder? Eigentlich nicht. Fehlt irgendwie. Deswegen hoffen wir jetzt mal, dass Blattspinat genug grün färben wird. Ich hoffe, dass das klappen wird, weil wir haben heute Sonntag. Sprich, alle Geschäfte haben zu und wir bekommen heute keine grüne Lebensmittelfarbe. Und let's go. Zweite Hand. Das sollte jetzt hoffentlich reichen. Ich hoffe, dass es jetzt auch schmeckt. Wir füllen das jetzt mal ab. Aber es ist echt gut grün geworden. Yummy. Also lecker sieht es nicht aus, muss ich sagen. Sieht auch irgendwie nicht aus wie eine Smoothie Bowl. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Kiwi klein geschnitten, passt ja auch gut dazu. Und so sieht unser Frühstück aus. Wir probieren es mal. Probier einfach mal. Schmeckt eigentlich gut. Also schmeckt irgendwie sehr stark nach Banane und noch irgendwas anderes. Was war da? Mango. Mango, ja. Stimmt, also sehr stark nach Mango und Banane, was halt ja auch, glaube ich, so jetzt die Hauptzutaten waren. Es hätte ein bisschen dickflüssiger, glaube ich, sein sollen. Aber egal, schmeckt eigentlich ganz gut. Auch wenn es nicht so lecker aussieht. Guten Appetit, ich bewerte das Ganze auch mal direkt und ich gebe dem 8 von 10. So gut. Die Kiwi passt auch echt gut, ist so ein bisschen wie so ein Obstsalat. Okay, mal gucken, was du dazu sagst. Ich finde das voll geil. Ist gut, ne? Auch vor allem heute ist es wieder warm draußen so. Das ist voll geil, hey, würde ich wieder genauso machen. Ich gebe dem sogar, glaube ich, 9 von 10 Punkten, ehrlich. Müsli wäre drin noch passend. Funktioniert besser? Funktioniert echt gut. Also es ist wirklich ein bisschen sehr flüssig geworden. Man kann das jetzt als Smoothie trinken. Ich trinke das jetzt. Apropos Smoothie. Ich habe uns einen Smoothie geholt, natürlich in grün mit Ananas, Kiwi, Apfel, Limette. Ist dann jetzt irgendwie unser zweiter Smoothie, oder? Also ja. Smoothie Nummer 1 selbst gemacht, Smoothie Nummer 2. Ja, wird safe schmecken. Obwohl du nicht mal Ananas magst. Man schmeckt Ananas nicht mal. Hallo. Das schmeckt nach. Ist da Banane drin? Ich glaube nicht. Aber schmeckt ja wieder Banane. Bewert mal. 8 von 10. Krass, voll gut bisher. Mhm. Taste-Test. Boah. Ist ja übertrieben süß, Alter. Ja, das ist viel, viel süßer auf jeden Fall als unsere Smoothie Bowl. Ich finde unseren besser. Ich gebe dem sogar eine 5 von 10. Ich finde die gar nicht so geil. Wir waren gerade extra nochmal in der Stadt, um bei Starbucks Matcha Latte zu holen. Der ist auch grün. Probieren wir gleich mal zu Hause. Die beiden bringe ich jetzt noch kurz zum Jahrmarkt. Und jetzt bin ich auch schon wieder zu Hause. Ich bin ja nochmal extra in die Innenstadt gefahren, um einen Matcha Latte zu holen. Hast du schon mal vorher getrunken? Ich habe noch nicht probiert, nein. Ich weiß, wir hatten einmal Matcha zu Hause. Und es ist gar nicht geschmeckt. Das stinkt auch so voll, ja. Oder nicht? Ist er auch das grün? Das riecht nicht lecker. Ist der ja, grün? Der ist grün. So sieht er aus. Boah. Schmeckt ein bisschen wie warme Milch einfach. Die haben mich übrigens mit K geschrieben. Frechheit. Christine mit K. Mit Vanillesirup habe ich übrigens bestellt, aber davon schmecke ich gar nicht. Es schmeckt einfach nach warmer Milch. Geil. Es riecht schlimmer, als es schmeckt. Bin ich nicht so der Fan von. Ich finde, man schmeckt kein Matcha. Man schmeckt auch kein Vanille. Man schmeckt nur warme Milch. Was ist denn das? Milch einfach nur? Mit Matcha. Check ich nicht. Boah, ich glaube, das ist schon eine 4 von 10. Ich gebe dem eine 2. Ich bin ja nicht so... 2 von 10 Punkten, ne? 2 von 10 Punkten, ja. Aber ich habe mittlerweile wieder Hunger, wollen wir Mittagessen machen. Klingt gut. Und zwar machen wir zum Essen Sommerrollen. Dafür brauchen wir Reispapier, das ist ja so durchsichtig, wenn man es nass macht. Und das füllen wir mit lauter grünem Zeug. Wir haben hier noch Blattspinat, Gurke, wir haben ein bisschen Bärlauch, Salat, Avocado, grüne Paprika. Das Ganze machen wir jetzt mal und dann sieht das, glaube ich, gleich richtig, richtig lecker aus. Und grün. Und grün, ja. Ich habe schon Hunger. Eigentlich essen wir die Sommerrollen immer mit noch einer Soße dazu, aber die ist nicht grün, deswegen... Wir können Mayo mit Wasabi mixen als Soße. Da esse ich lieber gar nicht sonst. Wasabi ist grün. Oh mein Gott, ich mag Wasabi. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr so Wasabi mögt. Ich esse Wasabi dazu. Und ich?
gar nichts. Trocken. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir haben alles klein geschnippelt. Ich habe Mayo mit Wasabi gemixt. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennt. Das hat so einen leichten grünen Touch. Es ist nicht mehr weiß wie Mayo halt, sondern so pastellgrün. Das ist grün. Lass mir genehmigen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt unser Reispapier, tunken das so in warmes Wasser. Dann brauchen wir Salat. Dann nehmen wir noch Gurke, grüne Paprika. Fun Fact, ich mag grüne Paprika gar nicht. Ich auch nicht. Nicht so gerne. Nee, nicht so gerne. Schnittlauch, hier Blattspinat. So, und was haben wir vergessen? Avocado obendrauf. Wir haben hier noch ein bisschen Teriyaki-Soße. Die ist zwar nicht grün, aber wenn ich die drauf tröpfe, sieht man das, glaube ich, gar nicht. Und jetzt nur noch falten. Und so sieht das Ganze aus. Das sieht ja so krass gesund aus. Wir probieren es mal. Ach ja, und wir haben hier noch Edamame gekocht. Die sind ja auch grün. Darauf freue ich mich auch. Ich finde, das sieht sehr, sehr lecker aus. Hier Edamame. Dann einmal unsere Teller, meine Soße. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Kontrast zum Tisch sieht. Das ist auf jeden Fall ein bisschen grüner. Und wir haben hier auch noch was zum Trinken. Einmal Wolwig, auch mit Matcha. Das habe ich noch nie probiert, werden wir gleich mal probieren. Und dann haben wir hier noch Waldmeister Ahoi Brause. Probier mal das Wolwig Matcha Erfrischungsgetränk mit Birnen- und Jasmin-Geschmack. Und mit Grüntee. Deswegen schmeckt es kaum noch Matcha. Ah. Ist okay. Und... Oh. Wow, voll schön grün. Riecht wie Wackelpudding. Schmeckt auch safe wie Wackelpudding, oder? Schmeckt genauso. Oha. Kommen wir zum wichtigsten Part, das Essen. Wir haben das letzte Woche schon mal gemacht, aber ein bisschen anders natürlich, mit ein paar anderen Zutaten. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Es war dann so ein bisschen regenbogenmäßig, war auch richtig schön und es war auch sehr lecker. Ich mache hier mal meine Wasabi-Mayo drauf. Es schmeckt halt sehr gesund. Die grüne Paprika da drin mag ich nicht so gerne. Das schmeckt man voll. Aber an sich geht das fit. Mit der Soße zusammen vor allem. Guten Appetit. 3, 2, 1, let's go. Junge, die Paprika schmeckt mir übertrieben. Also ich gehe jetzt fit, aber die Paprika haut da richtig rein. Und aufgegessen. Ich finde, es hat ganz gut geschmeckt. Ich würde dem Ganzen auch eine 7 von 10 geben. Edamame, wie immer, 10 von 10. Ich habe jetzt was auf einen kleinen Snack. Wir haben hier einmal Weintrauben und Drachenzungen. Natürlich nur die grünen. Kennt ihr den TikTok-Trend, wo man die einfriert? Habt ihr das schon ausprobiert? Ich finde die eigentlich, also eingefroren sind die schon geil, aber das hält halt dann ungefähr so für 2 Sekunden. Dann tauen die auch wieder auf. Boah, ich habe hier lange nicht gegessen. Aha, nice. Ich glaube, ich freue mich nachher aufs Abendbrot noch. Pasta. Ich habe noch gar nicht gesagt, was es gibt. Es gibt Pasta. Grüne Pasta. Das seht ihr dann genau jetzt. Wir machen Abendessen und zwar machen wir Pasta. Wir haben hier Spaghetti, grüne Spaghetti aus Edamame. Haben wir noch nie probiert. Bin gespannt, ob die schmecken, weil wir haben schon so Linsennudeln ausprobiert und so. Und das schmeckt halt alles immer sehr... gesund. Ja, also Linsennudeln machen wir zum Beispiel nicht. Aus Edamame haben wir noch nie probiert, aber ich bin gespannt, so sehen die aus. Die kochen wir und dazu gibt es ein grünes Pesto. Also hier unsere Nudeln, das grüne Pesto. Dann noch ein bisschen Zwiebel. Ich weiß, die ist nicht grün, aber die wird nachher grün aussehen mit dem Pesto. Dann machen wir noch ein paar Bohnen rein. Ich liebe diese Brechbohnen. Ich könnte die irgendwie überall reinmachen. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Schnittlauch. Keine Ahnung, wie das gleich wird. Ich hoffe, das schmeckt. So sehen die Nudeln jetzt aus. Ich muss sagen, sie riechen immer noch komisch. Ich habe die Zwiebeln und die Bohnen schon angebraten. Jetzt kommen auch die Nudeln dazu. Und Pesto direkt hinterher. Und so sieht unsere grüne Pasta aus. Ich habe oben jetzt noch ein bisschen Kresse drauf gemacht. Mal gucken, wie es schmeckt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das schmeckt geil. Sehr gut. Man schmeckt die Nudeln halt nicht. Man schmeckt das Pesto, also die Soße. Und das schmeckt richtig gut. 1 bis 10? 9 von 10. Boah, krass. Ist geil. Ich gebe dir nur 8 von 10. Die haben zwar eine bisschen andere Konsistenz, aber jetzt irgendwie nicht schlimm. Nö. Also voll lecker. So, wir haben noch ein paar grüne Sachen. Den Apfel in grün werde ich mir gleich gönnen, zusammen mit diesem Smoothie hier. Da ist auch Matcha drin, sehe ich gerade. Oh, der ist lecker, der ist lecker. Ehrlich, den habe ich schon ein paar Mal gehabt. Der ist gut. Okay, ich probiere mal. Da schmeckt man das Matcha nicht so. Ja, geht. Trinke ich gleich noch ein bisschen weiter. Aber jetzt haben wir noch 2 Sachen, die ich noch nie probiert habe. Einmal haben wir hier ein, was ist das? Erfrischungsgetränk, keine Ahnung, was genau das mit ist. Mit Koffein drin, ne? Oh nee, nicht du und abends sind Koffein. Wenn ich Koffein trinke, also ab 18 Uhr dürfte ich eigentlich kein Koffein trinken, weil ich merke das später wirklich. Oh, shit. Perfekt. Sauber. Und keine Ahnung, ist lecker oder? Schmeckt gut. Perfekt. Hey, ich mag das. Ist finde ich, nur ein bisschen sehr süß. Ja, schmeckt. Und dann haben wir hier zum Schluss, also eigentlich haben wir auch noch einen grünen Wackelpudding, aber darauf habe ich gerade gar keine Lust. Wenn du möchtest, kannst du den grünen Wackelpudding nehmen. Nee, nee. Ich will aber jetzt lieber hier diese Wasabi-Erdnüsse probieren. Boah, ja, sieht man. Oh, Digga, wie hart sind die denn? Und schmeckt Wasabi. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen scharf, sehr hart. Hm, würde ich nicht nochmal holen. Ich mag ja Wasabi, aber eher so zu Sushi. Nicht zu Erdnüssen. Ich hoffe, okay. Ich hasse eigentlich Wasabi so, ne?
Ich mag immer noch kein Wasabi. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Farbe wir noch machen sollen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.